Hallo zusammen, wieder einmal ich und heute geht es um The Amazing Spider-Man 2, Rise of Electro. Und ich denke, es ist unnötig, jetzt nochmal die alte Diskussion aufzuwärmen, musste das alles sein. Sprich, die drei alten Filme, man hat keinen vierten Teil hingekriegt, stattdessen einen Reboot gemacht und von dem hat man jetzt ein Sequel. Ich glaube, das war schon genug Fachbegriffe für einen Film-Nerd. Jedenfalls, jetzt haben wir ihn und letzten Endes kann man sich jetzt über einiges den Mund fusselig reden. Ich kann aber versuchen, es zu komprimieren und sagen, man hat einen großartigen Film hingekriegt. Es spielt keine Rolle, ob Andrew Garfield ein besserer oder schlechterer Spider-Man ist als Tobey Maguire. Ich denke mittlerweile, er ist einfach ein anderer. Die Figur ist anders angelegt und in dieser Weise, wie dieses Konzept hier gefahren wird, absolut plausibel und sinnvoll und der Junge macht das auch. Großartig. Ansonsten hat man eine Art von Film, wie ich sie jetzt mal einen Zapping-Film nennen möchte, denn im Grunde hat man vier wesentliche Storylines, die der Film verfolgt, natürlich überlappen und überkreuzen und berühren die sich an allen Ecken und Enden, aber im Grunde springt der Film zwischen diesen vier Kategorien hin und her. Da ist natürlich die Liebesgeschichte zwischen Peter Parker und Gwen, dann die Vorgeschichte, das wurde im ersten Film ja schon angedeutet, dass Peters Vater ein Wissenschaftler war und dessen Verschwinden und Verbleib irgendwie ungeklärt ist. Es geht also um die Erforschung dieser Vergangenheit. Die dritte Story ist dann natürlich der Kampf gegen den ach so bösen Elektro. Und der vierte ist eben Harry Osborn, der Green Goblin und diese ganze Geschichte. Im Grunde ein wenig Geseppe und unterm Strich ist es eine Mischung. Und die einzelnen Komponenten werden unterschiedlich aufwendig verfolgt, aber unterm Strich kommt ein Film dabei raus, der wirklich plausibel und sinnig und spaßig ist. Andrew Garfield macht die Rolle toll, Emma Stone ist fantastisch. Ich finde, Jamie Foxx jetzt ist nicht gut und nicht schlecht. Also er spielt einen Typen, der von einem Stromkabel in ein Elektrobecken gefeuert wird und daraufhin als wandelnde Energiewolke rumläuft. Ganz ehrlich, da fühle ich mich an Wes Cravens Schocker erinnert. Und Jamie Foxx macht da nichts verkehrt, aber im Grunde finde ich es einen relativ uninteressanten Bösewicht. Und weiß nicht. Die ganze Harry Osborn-Saga oder die ganze Geschichte mit dem Green Goblin und so weiter haben die anderen Filme ja eigentlich sehr ausführlich bearbeitet und hier wird das Ganze neu aufgewärmt, aber trotzdem in einer komplett eigenständigen Fassung, weil zwischen, wie heißt der, James T. Hahn, ich habe jetzt den Namen nicht präsent, und wer war es, James Franco, gibt es keine Vergleiche außer dem Rollennamen. Es ist eine komplett andere Figur und ja, jetzt mache ich genau das, was ich die ganze Zeit nicht wollte. Nämlich, dass ich jetzt hier wieder die Vergleiche ziehe. Denn letztlich ist dieser Film der richtige Schritt oder der Schritt in die richtige Richtung, nämlich sich von allem, was mit dem vorherigen war, entscheidend loszueisen, was Eigenständiges, Selbstständiges hinzukriegen und das gelingt letzten Endes. Insofern, die Action stimmt und sogar ich als bekennender 3D-Hasser muss sagen, dass man hier wirklich in einigen Einstellungen richtig geiles 3D zu sehen bekommt. Das heißt jetzt nicht nur in Action-Szenen, wo einem die Trümmer oder so um die Ohren fliegen, sondern auch eben einige schöne landsweitläufige Aufnahmen von New York und ich liebe New York halt. Die Love-Story stimmt, der Drama-Anteil bremst hin und wieder mal so ein bisschen die Erzählstruktur, aber behindert sie nicht und die Effekte sind Hammer. Über den Schluss würde ich jetzt gerne noch ein paar Worte verlieren, nur dann würdet ihr mich mit Recht steinigen, denn ich will nichts spoilern bei diesem Film. Darum komme ich einfach schnell zum Fazit und sage, großartiger Film, in jeder Hinsicht zufriedenstellend und begeisterte 4 von 5 Punkten von mir. Bin gespannt auf den einen oder anderen Kommentar und ja, alles klar und bis dann, ciao.